Und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yet Another Zombie Survivors, ein Titel, den ich euch ja schon vor einiger Zeit vorgestellt hatte. Und warum kehre ich jetzt zu diesem Spiel zurück? Ganz einfach, am 29.08. gab es hier ein Content-Update, das sogenannte Wasteland-Update. Mit dabei eine neue Karte, neue Gegner, neue Abilities, neue Erfolge und so weiter und so fort. Das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal an und ich wünsche euch hier viel Spaß mit dieser weiteren Folge hier zu Yet Another Zombie Survivors. Ich werde einfach mal mit dem Engineer beginnen. Wir können sehen, Isolated City war die erste Karte. Jetzt haben wir die sogenannte Wasteland-Karte, die wir spielen können. Wir starten das Ganze mal in einem sogenannten Endless-Mode. Schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Eine Runde habe ich schon gespielt. Ihr könnt sehen, 26 Minuten und 57 Sekunden habe ich überlebt. Wir schauen mal, ob wir das Ganze jetzt schlagen können. Und ja, schauen einfach mal, was es für neue Abilities gibt. Und nun würde ich sagen, gehen wir rein in diese Folge zu Yet Another Zombie Survivors. Ja, mit diesem Content-Update ist es sogar so, dass ich praktisch die zweite Karte, die man hier spielen kann, diese Wasteland-Karte, quasi schon fast wie ein komplett neues Spiel anfühlt. Das liegt natürlich nicht nur daran, dass wir eben eine neue Karte spielen oder auch neue Gegner haben, ja, auf die wir hier treffen, sondern ihr werdet es nachher im Verlauf der Runde sehen, da kommen dann immer mal so, ja, Sandwürmer unter einem praktisch aus dem Boden raus. Heißt, man kann hier nicht einfach nur auf der Stelle stehen bleiben, sondern muss sich dann wirklich tatsächlich auch immer wieder bewegen. Und schon das ist praktisch eine, ja, neue Mechanik, könnte man sagen. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir nehmen mal das Energy Shield. So, bis jetzt haben wir erstmal nichts Neues. Da können wir sehen, kommen schon mal Spinnen als Gegner. Die hatten wir vorher noch nicht im Spiel drin. Auch da gibt es neue Mechaniken. Da kommen dann solche Spinnenweben, wie man sehen kann. So, hier haben wir sogar eine EMP Grenade. Aber ich nehme mal den... Ach komm, wir nehmen erstmal den Taser und stärken den mal, bis wir unseren ersten weiteren Begleiter bekommen, denn der Engineer ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Klasse hier vom Schaden her. Hat aber ganz coole Abilities, deswegen würde ich den tatsächlich, oder habe ich den eben auch jetzt mal für diese Runde als Startcharakter genommen. Und ihr könnt auch schon sehen, die Gegner sind relativ schnell und vielfältig, also spawnen relativ zeitig schon in großen Massen. So, das Dollarzeichen nehmen wir mit. Brauchen wir ja ganz wichtig, um uns halt Skillpunkte verdienen zu können. So, jetzt gehen wir erstmal schnell zum SOS-Zeichen. Grabben uns den Medic auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, dann bin ich gespannt, ob wir diese 26 Minuten hier schlagen können. Health Regeneration plus 50 pro Sekunde für 10 Sekunden, dafür ein Minus an maximalem Leben. Das ist okay, das können wir erstmal verschmerzen, weil das können wir dann nachher wieder ausgleichen. Ja, momentan auf meinem Kanal etwas ruhiger, wie ihr schon mitbekommen habt. Hier sehen wir jetzt den Sandwurm, der dann rauskommt. Richtig cool gemacht, finde ich. Wie gesagt, ist dann auch einfach so eine komplett neue Spielmechanik. So, jetzt zurück zum Thema. Ja, also wie ihr schon mitbekommen habt, ist es aktuell relativ ruhig oder etwas ruhiger geworden auf meinem Kanal. Liegt natürlich ganz einfach daran, dass es momentan jetzt nicht so viele Spiele gibt, die ich euch zeigen kann, die mir gefallen, auf die ich Bock habe. Auch wenn gerade Starfield in aller Munde ist, geht der Hype quasi komplett an mir vorbei, muss ich sagen. Ja, deswegen Sommerzeit eh immer ein bisschen schwierig. Ja, man ist doch mehr draußen als drin. So, dass es eben immer etwas ruhiger werden könnte jetzt momentan bis zum Herbst. Da sollte es dann wieder ordentlich vorwärts gehen. Da kommen dann wieder jede Menge neuer und coole Spiele. Und da starten wir dann auf jeden Fall wieder richtig durch. Und so lange hoffe ich einfach, dass er mir dann trotz allem treu bleibt und weiter fleißig zuschaut hier.
Und ich glaube sogar, dass dieser Sandwurm tatsächlich auch die normalen Gegner angreift. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Ja, auch die Bosse hier könnt ihr sehen, zack, auch die haben neue Attacken hier, solche AOE-Attacken. Ist schon ganz nice gemacht, dieses Wasteland-Update. So, den Taser mal ein bisschen upgraden. Nehmen wir die Tesla-Gun. Und brutzeln uns mal durch die Massen hier. So, und jetzt holen wir uns den dritten Begleiter für diese Runde. Dann muss ich erstmal überlegen, welchen ich jetzt natürlich nehme. Ich glaube, die MP-Grenade, die wir hier beim Engineer haben, ist tatsächlich schon so eine neue Ability, meine ich. So, einen Tank nehmen wir nicht. Wir nehmen... Ach doch, wir versuchen es mal mit der Tankklasse. Kommt, Leute. Der hat eine Pumpgun. Ich wollte eigentlich erst auf den anderen gehen, aber ich glaube, es ist vielleicht doch eine ganz gute Wahl. Was ihr auch sehen könnt, ne, Bosse spawnen ja relativ viel und schnell. So, nehmen wir mal die Drohne mit. Das Energy Shield Upgrade mal gleich mal. So, ein Loch hier quasi reingeschossen in diese Verteidigungslinie der Zombies. So, ein bisschen Regeneration mitnehmen hier. Ja, wie gesagt, dieser Sandwurm tatsächlich halt dann so eine Geschichte, der echt so eine ganze Runde auch immer verändert hier im Spiel selber. Relativ viele Bosse ja schon auf der Karte jetzt aktuell. So, hier haben wir zum Beispiel auch so eine neue Ability, ne, bei der Tank-Klasse, dieses Fury Unleashed. Ich meine, dass das vorher noch nicht dabei war und jetzt relativ neu ist. Ich muss ja den Heilungsbonus tun hier. So, bei dem Fury Unleashed haben wir praktisch für eine kurze Zeit mehr Damage, mehr Feuerrate, kürzere Reload Times, das Ganze für 6 Sekunden, können wir jetzt um 1 Sekunde erhöhen und einen Cooldown von knapp 40 Sekunden. Ziemlich coole Ability, meine ich. Vielleicht auch in Verbindung mit der anderen Klasse, die das Sturmgewehr hat, könnte das tatsächlich mal sehr, sehr interessant werden. Auch die Kombination können wir dann vielleicht mal spielen. Ja, und für die Leute, die vielleicht Yet Another Zombie Survivors noch nicht kennen oder sich überlegt haben, sich das Spiel zu holen und vielleicht noch gezögert haben, denen würde ich jetzt wärmstens empfehlen, einfach mal zuzuschlagen, denn mit diesem Wasteland habt ihr, wie gesagt, habt ihr eine zweite Karte, neue Abilities, damit macht das Ganze schon echt mordsmäßig Spaß hier. Und Titel als solches ist ja auch nicht wirklich teuer. So, jetzt holen wir uns erstmal das verlorene maximale Leben wieder zurück. Jetzt killen wir gleich den Boss hier. So, 6 Minuten sind wir schon am Leben. So.
So, die Shotgun upgraden hier. Ja, und ihr seht auch eine neue Attacken dabei seitens der Gegner. Sodass die Runden dann jetzt doch schon sich ziemlich crazy anfühlen. Ich würde mal denken, auf den Spinnweben sind wir wahrscheinlich langsamer. Ausprobieren will ich es allerdings gerade nicht. Ja, es wird schon ganz schön hektisch hier. Ich weiß gar nicht, wie ich letztens so weit gekommen bin. Bombing Strike. All in the big guns as a friendly bomber aircraft sweeps the field around you. Okay. Nehmen wir gern mit. Mal gucken, ob der Bombenteppich auch was bringt hier. Tatsächlich. So, den stärken wir gleich mal. Ein Haufen. Da kommt der Bombing Strike, okay. Nice. Kill the Boss, Mann, komm. Scheint relativ stark zu sein. So, knappe 8 Minuten haben wir. Interessant wird es dann, ob man diesen Bombing Strike auch noch upgraden kann auf irgendwas Neues. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ist mächtig gewaltig was los auf der Map jetzt. Boah. Ich hoffe, die Bomben schaden nicht mir selber noch. Aber ich glaube nicht. Ability Damage. Gern. Problem ist, dass wir am Anfang relativ viel Damage bekommen, gefühlt. Ein bisschen mehr Rüstung kann vielleicht gar nicht schaden. So, das Fury Unleashed haben wir jetzt auch voll. Wie gesagt, dann wird es jetzt gleich interessant sein zu sehen, ob wir dann für die Geschichte auch nochmal Upgrades bekommen. Ah ja, genau. Also man wird tatsächlich auf den Spinnweben langsamer. Vom Laufspeed her.
Also ich kann euch sagen, im Vergleich zur ersten Karte ist hier sehr viel mehr los. Sehr viel hektischer das Ganze. Dementsprechend macht das Ganze natürlich auch mehr Spaß. Gleich haben wir das nächste Level ab. So, 11 Minuten haben wir schon geschafft. Noch nicht mal die Hälfte von dem, was ich das letzte Mal geschafft hatte. Nehmen wir mal die Geschichte erstmal. So, zwei neue Skillpunkte sind uns auf jeden Fall schon mal safe. Einmal hier. Nehmen wir mal die MP-Grenade. Und das Schicke ist, wenn wir uns hier durch diese Dollars die Skillpunkte verdienen, können wir ja rechts oben die Anzeige sehen. Habe ich schon so eine Ability bekommen, dass wir dann auch quasi ein Level-Up automatisch bekommen. Sodass wir dann auch immer mal schneller wieder an neue Skillpunkte kommen hier. Tatsächlich gar nicht so unwichtig für so eine Runde. Junge, Junge. Richtig was los hier. Aber ich glaube, von diesen Fury Unleash-Geschichten und von diesem Bombenteppich gibt es keine Upgrade-Stufen mehr. Zumindest sind bis jetzt noch keine gedroppt hier. Nach den letzten Level-Ups. So, knapp 14 Minuten sind rum. Mensch, was mir die Platte heute juckt, ey. Furchtbar, ne? Nervosität. Nein, natürlich nicht. Vielleicht ein bisschen. So, und auch Greedland werden wir uns bald wieder anschauen. Das ist ja so ein ähnliches Spiel oder ähnliches Prinzip. Eigentlich gleiches Spiel, nur sieht ein bisschen anders aus.
Auch da gab es ein Update mit neuem Content sozusagen. Auch das werden wir uns dann nochmal anschauen. Für die Leute, die vielleicht eben nicht gerade solche Sachen mit Zombies mögen, ist Creedland da vielleicht nochmal eine ganz gute Alternative. Das schauen wir uns dann die Tage auch nochmal an. So, jetzt nehme ich mal die Tesla Gun wieder, damit sie ein bisschen mehr Bums bekommt. Blaster. Launch spheres of raw energy that implode on impact. Ja komm, versuchen wir mal. Klingt auf jeden Fall vom Sound her schon mal cool. Schmeißt echt einen coolen Sound ab, ja, dieser Blaster. So, was haben wir hier? Critical Chance. Komm mal her damit. So, gehen wir dem Blaster noch ein bisschen Dampf. Bin hier schon an dem SOS vorbei hier. Tatsächlich. So, 60 Minutes. Ah, hier. Das Stimpack erstmal. Bisschen mehr Critical Chance für die Waffen. Sollte uns erstmal wieder einen kleinen Vorteil verschaffen hier. Boah, was hier los ist, ne? Mal den Boss vielleicht erstmal killen hier. So, Pump Action. So, Verteidigungslinie durchbrochen.
So. Setzen wir mal die Cooldown-Timer ein bisschen runter. Dass wir die Abilities einfach schneller einsetzen können. So, die Shotgun ist jetzt erstmal geupgradet. Jetzt bin ich gespannt, wenn wir das nächste Level abbekommen, ob es da nochmal eine neue Stufe gibt. Erstmal der Blaster. Okay, jetzt wird's hässlich hier. Ja. 19 Minuten. Rocket Launcher. Ich glaube, das lasse ich erstmal. Weil der Blaster schon relativ langsam feuert. Weiß ich jetzt nicht, ob so ein Rocket Launcher dann tatsächlich so viel Sinn macht gegenüber der Pump Action Shotgun. Bisschen Max an Leben. Ja, die ganz dicken Bosse, ne, du. Okay, erstmal da aus der Ecke ein bisschen raus. Holen wir uns mal das SOS-Zeichen. Stimpak. Mehr Leben wieder. Schadet jetzt erstmal nicht, denke ich. Oh. Bin ja schon fast down, Mann. Ist ja los. Nicht aufgepasst hier. Diese Reanimation, da bin ich mal gespannt, was das ist. Ob ich mich da einmal wiederbeleben kann, wenn ich sterbe? Ich weiß es nicht. Ah, okay, doch. Das ist natürlich dann richtig nice. Das heißt, wir werden dann komplett alle wiederbelebt, wenn wir sterben. Cooldown Timer ist, glaube ich, 1,5 Minuten. Gar nicht so verkehrt. 22 Minuten.
Minigun, geil. Ja, Mann, genau sowas brauche ich. Das ist nice. Gut, dass ich nicht den Rocket Launcher genommen habe. Man hat also natürlich auch bei den Waffen verschiedene Möglichkeiten zu upgraden. Die Minigun bringt mich dann natürlich in Verbindung mit dem Blaster da ganz weit nach vorne. Schnellfeuerwaffe, eine, die etwas langsamer feuert. Geile Sache. Das sieht doch gut aus. Es könnte doch jetzt was werden, ja, mit dem runden Rekord, zumindest auf dieser Karte, dass wir den schlagen. Fast 24 Minuten. Ich will es aber noch nicht beschreien. Immer noch 3 Minuten übrig. Haben wir 5 von diesen Drohnen, ne? Oder 6, keine Ahnung. Die helfen natürlich auch nochmal ungemein. So, 25 Minuten sind rum. Du merkst schon, ich werde ein bisschen ruhiger. Konzentration ohne Ende, ja. Also diese neue Karte macht definitiv richtig, richtig Laune. Heilung, Mann. Jetzt haben wir sogar ein bisschen tatsächlich mal Glück, dass hier so ein paar Herzchen rumliegen. Die uns ja gerade ganz gewaltig den Arsch retten. So, ein bisschen mehr Bums für die Minigun.
Oh, aufpassen jetzt. Oh, der retzt ja gar nicht. Ich habe gedacht, ich werde wiederbelebt. Okay, also wir haben auf jeden Fall mal die Zeit geknackt und 27 Minuten, aber ich habe gedacht, eigentlich durch dieses Ding. Naja, gut. Dann halt doch nicht wiederbelebt. Schade. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, Rundenrekord knapp geknackt. Und ich konnte euch jetzt einfach mal ausgiebig diese neue Karte zeigen. Jetzt haben wir wieder 19 Skillpunkte, die wir verteilen können. Wir können mal ganz kurz reinschauen. In der Upgrade-Geschichte ist tatsächlich nichts Neues dazugekommen. Das sind immer noch die ganzen alten Geschichten. Also da gibt es auf jeden Fall mal nichts Neues. Aber die neue Karte macht wirklich richtig, richtig Spaß. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, was haltet ihr von dem Content-Update, von der neuen Karte, von den ja, neuen Abilities, die es gab? Gefällt euch das vielleicht jetzt zum Grund mal zuzuschlagen bei diesem Titel? Würde ich mich freuen, wenn ihr da mal ein bisschen Feedback da lasst in den Kommentaren. Gerne ein Däumchen drücken, ne, für die Folge. Und schaut bitte auch immer in die Videobeschreibung. Ihr wisst ja, da findet ihr nochmal ein paar relevante Links, die euch vielleicht interessieren können. Darunter zum Beispiel ein kleiner Spendenlink, wo ihr meinen Kanal und mich unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Genauso ja, wie die ganzen Social Links. Ihr könnt mich aber auch unterstützen anhand einer YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Auch das funktioniert. Und ganz wichtig, in den Social Links, auch da habe ich nochmal verlinkt, meinen kleinen, aber feinen, ja, Virtual Reality Kanal, den ich praktisch ins Leben gerufen habe. Heißt, ich habe aktuell zwei Kanäle, diesen großen Hauptkanal hier und habe jetzt noch so einen kleinen VR-Kanal eröffnet vor einiger Zeit, wo dann wirklich nur VR-Content veröffentlicht wird. Wenn also der ein oder andere auch daran Interesse hat, einfach mal, wie gesagt, in die Videobeschreibung schauen. Da findet ihr den Link zu, ja, meinem VR-Kanal We Are Gaming World. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch da natürlich begrüßen darf mit einem Abo. Übrigens, auch hier könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Glöckchen aktivieren, dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, sobald hier ein neues Video online geht. Und jetzt bin ich erstmal raus. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.